Hallo und herzlich willkommen zurück zu Subonica. Ich habe auf dem Rückweg noch einen Bug gefunden. Yay, das wollte ich mal ganz kurz öffnen. Deswegen kurz Dingens. Anzug Torpedoarm-Fragment, das ist neu. Ich habe auch schon den Wandpflanztopf gefunden. Wo muss ich jetzt hin? Dahin, ne? Aha. Ja. Torpedoarm. Ja, fertig. Nice. Scannerraumfragment. Ach nee, habe ich schon. Dankeschön. Den kenne ich schon. 30 Sekunden. Oh. Heilung. Na, Vorsicht. Geht's hier raus? Hier geht's nicht raus. Oh oh. Haha, Beeilung. Oxygen. Bin dabei. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Noch weiter Beeilung. Geht schon. Hui. Dankeschön. Okay, gut. Ob das jetzt ein neues Frack war oder nicht, weiß ich nicht, aber es hat mir diese komischen. Also, es sieht immer so aus, als wenn das da hingesäppt wird, wenn ich dran vorbeifahre von weitem. Deswegen dachte ich, dass es eventuell neu sein könnte. Das ist das, was wir. Ah, das ist das, was ich vorhin auch schon begutachten wollte, oder? Oder? Ich weiß, das weiß ich selbst, danke, dass ich im letzten Wrack auf jeden Fall einen PDA-Dings vergessen habe, aber ich habe es einfach. Also. Ich habe jetzt. Das, dafür hatte ich jetzt nicht genug. Hier schon mal. Ja, ne? Ah, ja, ja. Hier ging es nicht rein. Ist okay. Gut, reicht. So. 30 Sekunden. Mhm. Ist okay. Ab nach Hause. Bis gleich. Weiter geht's. Weiter geht's. In den tiefen Tiefen des Blutkorbs. Oh Gott, da unten sind sie. Die ekeligen Tentakelviecher. Die sind so ekelhaft. Ich hasse sie. Ganz toll. Sie sind so widerlich. So, aber wir müssen hier hin, denn wir brauchen ein bisschen was. Und zwar, wir gucken, ob ich jetzt am cleversten da rankomme, ohne gefressen zu werden von irgendwem. Mir gerade sogar egal, von wem sind nämlich alle scheiße. Da. Genau, so sieht das Ganze aus, wo ich hin muss. Oh Gott, die sind so ekelig, ohne Witz. Also, ich glaube, die sind jetzt mal abgesehen von den Augen-Headcrabs-Viechern mit die ekeligsten. Von allen Viechern, die es hier gibt. Oh oh. Oh oh. Wo ist er hin? Oh Gott. Da ist er hin. Ah. Ah. Uha! So, ich brauche. Was bist du denn bitte? Will ich's wissen? Ich weiß es nicht. Und was bist du, Wappeliges? Oh Gott, ich will hier gar nicht aussteigen, aber ich muss und ich brauche das Zeug. Scheiße. 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 Hallo! Geisterkraut, okay. Einfach nicht hingucken. Wenn ich nicht hingucke. Dann ist es auch nicht da. Was mitnehmen? Nee, ne? Rote Wiege. Das sieht witzig aus. Aber deswegen bin ich nicht hier. Ich scanne es trotzdem, wie gesagt, des Scannens im Willen. Und sieht sau cool aus, ja? Okay. Oh Gott, ich muss auf den Warper aufpassen. Okay, aber hier ist nicht das, was ich brauche. Das ist. Normales Quarz. Das ist überraschend. Okay, gut. Habe ich Verpflegung dabei? Ja. Irgendwie schon. Okay, denn ich brauche Zeugs. Ich brauche so kleine blaue Dinger, die es hier geben soll. Ja. Die müssen wir sammeln. Denn daraus machen wir das Aerogel. Das, da. Exakt das. Und das können wir anpflanzen, soweit ich es gelesen habe. Das heißt, hoffentlich wird alles gut. Das ist es nicht. Shit.
Ich habe gerade panisch auf die Tür geguckt, damit ich weiß, wenn mir gleich so eine Krabbe ins Gesicht springt, dass ich auch schreien kann. Falls ich schreien müsste. Jetzt komm, gib mir so ein blaues Ding. Da! 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 Lila Gelsack, den brauchen wir. Ganz genau den. Schwibbidi-wipp. Mitnehmen. Mitnehmen, mitnehmen. Oh, warte mal. Gibt es zufällig gerade noch einen davon? Weil ich muss die nämlich mal nicht zerschlagen, um die Samen davon zu kriegen. Die können die nämlich anpflanzen. Da müssen wir kurz gucken. Nicht so weit weg von unserer Motte. 30 Sekunden. Ja, ich bin dabei. Ich bin dabei. Und ich habe übrigens auch schon vorbereitet. Und zwar unsere Upgrade-Gerätschaften habe ich vorbereitet. Denn wir wollen ja möglichst fix jetzt mal unsere Upgrades haben quasi. Ist hier jetzt vielleicht noch eins in den Büschen drin? Busch, Busch. Was ist das? Basiskernreaktor. Kernreaktor? Kernreaktor. Das ist nicht der Bioreaktor. Oh, Jesus. Atomenergie. Ich komme. Okay, jetzt nichts dergleichen. Du bist Quarz? Dann sag mal, das Quarz. Okay. Kann ich eigentlich auch schon scannen? Dich, dickes Floater-Ding? Nö, ne? Schade. Ja, so Deko. Kein echtes Floater. Floater. Da fällt ein Bloodcap. Warum fällt es? Hat losgelassen. Okay. Welche Tiefe haben wir denn? Eine ganz schöne Tiefe inzwischen. Wir müssen dann hier kurz. Okay, da geh ich nicht hin. Maximum Depth reached. Mhm. All damage imminent. Yes, yes, yes. I know. Okay, dann, wohin mit mir? Da nochmal hin? War ich da schon? Kann sein. Muss ich sein. Wir werden sehen. Ja, hier waren wir angefangen. Gibt es ja immer so ein Büschlein, wo ein Ding drin versteckt sein kann. Der Warper ist ein bisschen zu aufdringlich gerade, ehrlich gesagt. Halt, stopp, das ist ein Ei von dem, oder? Ich muss es haben. Ohne Witz. Ich muss es. Ich muss es haben. Ich will alle haben, also muss ich auch den mitnehmen. Oh, shit. Oh, shit. Weg, 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 weg. Lass mich in Ruhe. Ich weiß, du wirst nicht gleich in die Luft gehen, du Junge. Was ist denn mit dir? Lass meine Motte in Ruhe und geh jetzt von mir weg hier. Unfassbar. Da vorne sind nochmal Islands. Ob das auch noch Bloodkelp ist, weiß ich nicht. Wir gucken mal. Das ist kein Bloodkelp, oder? Nein. Das sind die anderen Floating Islands. Gut, ich gucke jetzt nochmal hier unten. Vielleicht ist er ja gerade mal ein bisschen netter zu mir. Und lässt mich hier mal ganz kurz reinschauen wenigstens. Ja, ich weiß, du bist nicht begeistert. Es tut mir leid. Ich brauche aber noch so ein Ding. Und der ist auch nicht sonderlich nett. Okay, wir machen mal ganz kurz hier einmal einparken. Park, park. So, Gildak. Vielleicht können wir noch zu Hause zerschlagen. Von der Lebensform, planetare Geologie. Kalkstein, bla bla. Technologie. Nee, von der Lebensform, Tiere, Fleischfresser, Beißer. Ach, die Dinger. Pflanzen, Säurepilz, Blutranken, Knollenbaum, Kach, bla 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 die bla. Laternenbaum, Gilsack. Wird dann essbar, unerlässlich für die Herstellung von Aerogel. Organischen Strukturen wachsen an Höhlenwänden, die purpurfarbene Säcke, die an der Oberfläche zerplatzen, enthalten ein Gel mit niedriger Dichte, das mit Sporen verschnürt ist. Platzen von Zeit zu Zeit schwimmen an zur Oberfläche und befestigen sich an der nächsten Felswand, der sie begegnen. Okay. Die kann man, wie gesagt, voilà, kann man, wie gesagt, anpflanzen. Ich hoffe, das geht ja mit dem reinen Gelsack und ich muss dafür das Ding nicht nur noch zerprügeln. So, tiefer können wir gerade nicht. Dafür fehlen uns noch 1, 2, 3 Upgrades. Leider. So, ich will trotzdem mehr als einen gern mitnehmen. Ich guck mal hier, ob wir denn hier vielleicht nicht noch was finden können, so ganz. Maximum depth reached. Hull damage.
Entschuldigung, Mr. Motte. Da. Ich hau jetzt mal drauf und gucke, was passiert. Oh, fuck. Nicht cool. Mist. Großer Mist. Wo ist er hin? Lass ihn bitte mir nicht ins Gesicht springen. Ich hasse das. Ja. Oh, fuck! Gib Gummi! Gib Knallgas! Aber richtig knalliges Knallgas! Spupp, ich bin weg. Hui. Ha. Ja, ich gehe doch schon nach oben. Panik, Panik. Alles gut. Halt, stopp. Da. Aerogel können wir jetzt machen. Schwimmmittel kann man machen. Plastager, kristallines Aluoxid. Shit, das fehlt mir noch. Kristallines Aluoxid. Fuck. Okay. Nicht schlimm, wir müssen erstmal Upgrades bauen für unsere Motte, dass wir tiefer tauchen können. Dann können wir auch das ganze andere Zeug für den Porn uns besorgen. Gehen, wenn man jetzt die Samen kriegt, das ist gut. Das heißt, wir sollten das Aerogel rein theoretisch praktisch jetzt machen können. Habe ich denn die... Oh Gott, das ist viele hier. Wollt ihr mich verarschen? Wo kommen die her? Baupläne. Aerogel, Tatsache. Sehr schön. Damit kann ich arbeiten. Eindeutig. So, schön. Okay. Übrigens, was mir aufgefallen ist, was sau dämlich ist. Ich habe doch letztens einen guten Eingang gesucht nach unten in die tiefen, tiefen Höhlen. Und ratet mal, wo ich einen gefunden habe. Exakt, 5 Meter neben meiner Base. Ja, so viel dazu. Sobald wir dann die Upgrades für die Motte bauen können, können wir dann eben tiefer in diese Höhle tauchen und gucken, was wir da... Feines finden. Bist du an der Oberfläche, Reefback? Tatsache. Er ist eine schwimmende Insel. Wie lustig. Das ist wirklich sehr witzig. Ich mag ihn. Okay. Wo ist mein Getränk? Da ist mein Getränk. Okay. Pass mit einer Hand auf. Jetzt kommen die Einhandskills. Naja, passt. So. Das wird großartig. Das wird großartig. Ich habe jetzt, wie gesagt, schon mal die Sachen vorbereitet. Weil ich dafür für den Moonpool und für die Modification Station und das Moonpool-Modifizierungsding einiges an Material brauchte. Ganz viel Kupfer vor allem, weil das unglaublich viel Kabelsätze und Computerchips halt gebraucht hat und so weiter. Deswegen habe ich die schon bereits gebaut. Es tut mir leid. Aber. Das war jetzt nichts anderes als eine Stunde Farmen, Sachen sammeln, vor allem halt Kupfer sammeln, weil wir keinen Kupfer mehr hatten. Und zusammenbasteln von dem ganzen Zeugs und halt Quarz sammeln. Mehr war das nicht. Und jetzt habe ich euch ja gerade mit zu dem Section mitgenommen, das wir halt machen mussten. Oder finden mussten fürs Rezept. So, jetzt gehen wir direkt mal in den Moonpool. Der Moonpool hat sich leider da vorne nicht bauen lassen. Also hier dran ging es gar nicht. Da war. Ich konnte ihn nämlich nicht drehen. Ich kann ihn nicht quer drehen. Ich weiß nicht warum. Ganz blöd eigentlich, aber naja, gut, so ist er eigentlich auch ganz gut aufgehoben. So kann man nämlich nicht jetzt unbedingt so leicht direkt an die Felswand ran ballern. Deswegen. Oh, jawohl. Welcome aboard, Captain. So. Ist jetzt hier angedockt. Hier habe ich ein Glasdings gemacht, um ein bisschen was sehen zu können. Und jetzt haben wir hier unsere Motte. Dann hier das Modifizierungsgerät. Und die Modification Station für unsere Ausrüstung sitzt hier. Ja. Und ein bisschen Glas habe ich hingebaut, weil ich es kann und weil es echt schön aussieht. Es ist so geil. Ohne Witz. Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe es. Offiziell. Oh. Ich habe echt so ein ekliges Ei gekriegt. Das gibt's doch gar nicht. Man glaubt es kaum. So, jetzt würde ich gerne... habe ich gerade Titan dabei? Ein bisschen, ja. Nämlich, ja.
Außenbeet bauen. Innen, innen, Außenmodule. Außenbeet. Ich hoffe, die wachsen recht fix. Weil wir nämlich das Aerogel brauchen. Und davon machen wir zwei Stück. Ja, hier habe ich sogar noch einen Kabelsatz für irgendwas, weil ich nämlich habe einen zu viel gebaut. Das kann sein. So, dann fangen wir an vielleicht mit dem, was wir noch hier übrig haben. Zum Beispiel Silikongummi, Fasergewebe, noch mehr Silikongummi. Vielleicht Höhlenschwefel, ich weiß nicht genau, ob wir den brauchen oder so. Ein paar Batterien. Warum ist hier eigentlich Silber und Blei drin? Ich habe keine Ahnung. So, dann, was brauchen wir noch? Wahrscheinlich Quarz. Bin mir nicht ganz so sicher. Lithium. Eventuell. Haben wir hier noch Gold. Quecksilber. Oh, voll. Gut. Wir gucken mal, ob wir, also was wir aufwerten können. Also, wir können unser Überlebensmesser upgraden zu einem gehärteten Klinge. Macht mehr, nee, längere Haltbarkeit, wobei die inzwischen, glaube ich, gar keine Haltbarkeit mehr hat. Eine Thermalklinge kocht direkt, ja, Fische, wenn man sie damit schlägt. Pressluftflaschen unbedingt upgraden, aber sowas von. Plaststahlbarren, Lithium viermal Hochkapazitätspressluftflasche. Habe ich die Hochkapazitätspressluftflasche? Ja, ne? Habe ich doch. Hochkapazitätspressluftflasche. So, was brauchen wir denn? Was nehmen wir denn? Also, wir haben ja einen Leichtbau, möglichst größere Beweglichkeit. Zusätzliche Atemluft. Lieber das plus die Schwimmflossen. Viermal Lithium. Okay, das kriegen wir hin. So, Lithium. So, drei. Und meine Flasche. Oh, meine Flasche. Das Ei muss weg. Kurzfristig mal. Oh, jetzt habe ich so ein ekliges Vieh. Egal, wir wollten alle haben, also kriegen wir auch alle. Und das beinhaltet auch die ekligen Viecher. Yay. Spaß. Ja, danke. Höp. Komm schon, dein Ernst? Ach, die braucht 6 Plätze, ne? Okay. Stimmt ja. Weg. So, was reicht. Nur. So, Pressluftflasche, Ultra-Hochkapazitäts-Pressluftflasche. So, die Atemluft, die wollen wir. Danke sehr. So, Schwimmflossen-Upgrades. Einmal Ultra-Gleit-Schwimmflossen. Da brauchen wir die Schwimmflossen und unser Silikongummi. The fabricator draws from available data to provide environment-appropriate equipment using locally available materials. For your safety, this setting cannot be overridden. Okay. 155? Wie viel hatte ich vorher? 135, oder? Das ist nicht so viel mehr, ehrlich gesagt. Naja. Ultragleiter für schnelleres Schwimmen. Yay! Schubkanonen-Upgrades. Schubkanone wird zur Abstoßkanone. Stoßkraftobjekte in Reichweite. Okay. Und Seemotten-Zusatzmodule. Druckkompensator Stufe 2. Druckkompensator Stufe 3. Oh, okay. Hält das Fahrzeug-Chassis unter hohem Druck. Druckkompensator, Plaststahlbarren zweimal, kristallines Aluminiumoxid. Kompensiert. Okay, wie kommen hier dann das blöde Aluminiumoxid? Dehydration detected. Yes, sir. Ach, Nervensäge. Ja. Habe ich Platz? 1, 2, 3 gleich. Vital signs stabilizing. Okidoki. So. Also die brauche ich, um nach unten, weiter nach unten schwimmen zu können. Dementsprechend die höhere Stufe. Also brauchen wir nicht mehrere davon. Das deckt nämlich leider nicht bei der Motte, sondern wir brauchen hier die höheren Tierstufen quasi. So, jetzt gehen wir mal ganz kurz nach drüben und gucken uns das Ganze hier an. Also Seemotten, Seemotte angedockt, voll aufgeladen. Ah, jetzt können wir unsere Seemotte hier aufladen. Das ist sehr gut. Also erstmal die Farbe. Farbe der Seemotte, erstmal Name. Wir nennen sie... Unsere Seemotte. Dann nehmen wir sie einfach das Übelt. So, Übelt.
Oh. Nee, Rennautogelb, wie war das, ne? Das ist ein Rennautogelb. Üböd. Streifen. Grau oder lieber orangeartig? Puh, das ist irgendwie auch nicht so hübsch. Nicht so hübsch. Grün. Das sieht interessant aus. Na, nicht wirklich. Lila, ja, genau, pink. Oh ja, das beißt sich auch gar nicht fies oder so. Schwarz, eine Biene. Stinger. Na, wenn das große Boot übelt und das nehmen wir. Stinger, so. Innenbereich würde ich schwarz machen. Der Name darf auch schwarz sein. Fertig. So. Einmal das. Du hast jetzt Stinger. Bist schwarz-gelb. Wie eine Biene. Bürgermeisterbiene. Erste Amtshandlung. Honig für alle. So, Zusatzmodule. Wir haben hier einmal Druckkompensator. Ja, den haben wir doch, glaube ich, bereits. Den haben wir ja gefunden. Rumpfverstärkung für mehr Haltbarkeit. Triebwerkseffizienzmodul. Weniger Energieverlust. Vorratsmodul für eine kleine Lagerkiste. Seemotten-Solarladegerät mit Solarmottenladen ist ganz geil. Was? Perimeter-Abwehrsystem. Das ist ganz gut. Einmal zum Schocken. Torpedosystem, Sonarsystem. Ah, hier, ach, guck mal. Tun wir auch hier unseren Porn einsetzen? Das wäre ja krass. Das, ah, hier können wir unseren Porn auch hier antun. Krebsanzug, warum heißt der Krebsanzug? Auf Deutsch übersetzt, das ist irgendwie nicht so hübsch. Torpedo, Swivel Torpedo, keine begrenzte Verzerrung, Gravitationslade. Jetzt eine Wolke aus, gibt ihm Gaspfeil, das ist okay. Also, Zusatzmodule. Wir hätten gerne das Solargerät, das Perimeterabwehrsystem, Polyanilin, das dauert also noch was, Quarz-Computer-Chip. Ja, das machen wir auf jeden Fall als erstes. Computer-Chip. Habe ich noch Kupfer? Ja, ne? 1, 2, 3 Kupfer. Gold. 1 oder 2? Irgendwie so. Computerchip. Computerchip. Tischkoralle 2 und Kupferdraht. Also hier haben wir jetzt Aerogel. Kristallines Aluminiumoxid. Das fehlt noch. Das ist das Problem. So, Tischkoralle. Da haben wir noch ein paar hier, aber auch in der Umgebung ist noch einiges da. Apropos, ich wollte mal testen, die anzupflanzen, aber ich glaube, das geht nicht. Da ist noch eine. Können wir da ein bisschen Vorrat hier besorgen. So, ah, ich wollte sagen, der Stein ist leer, aber nein, ist er nicht. Wir testen nochmal, ob es mit dem Anpflanzen geht. Aber ich will endlich mein blödes Ding jetzt haben. Die sehen ziemlich fertig aus. Ist gut. Ist gut. Geht nicht. Schade. Schade, schade. Gut, aber... Dann mache ich hier direkt mal ein paar mehr von. So, zack, zack. Perfekt. Obwohl, warte mal, 1, 2, 3. Ah. Na. 1, 2, 3. Perfekt. So, sehr schön. Okay, okay, okay. Was habe ich gesagt? Das war's, ne? So. Computerchip. Mhm. So. Seemottenzusatzmodul. Seemotten-Solarladegerät. Ja. Yep. Und das andere Ding. Achso, das dauert noch, weil ich dafür das Ding jetzt brauche, ne? Polyanilin. Okay, sonst noch irgendwas gerade? Triebwerkseffizienz, Rumpfverstärkung, 2 Titan. Ich glaube, solange wie wir das noch nicht bauen können, Energieverlust. Einmal Rumpfverstärkung, wir machen noch einen Computerchip. Und dann haben wir erstmal die Dinger voll, weil das andere können wir auch noch gar nicht bauen. Dann haben wir erstmal den Platz, die 4 Slots belegt. Besser als wie nix, ne? Wie man so schön sagt, als wie nix. So. Gold, ich brauche glaube ich noch ein Kupfer.
Ich glaube noch ein Gold, oder? Brauche ich 2 Gold? Das ist, glaube ich, wenn das Kabelsatzgedönse bleibt. Elektronik. So. Schön. Also, Zusatzmodule, Triebwerkseffizienzmodul. So, jetzt sollten wir eigentlich nie wieder irgendwie Strom verlieren, weil wir effizient sind und Solar betrieben und alles Mögliche. Sehr schön. So und so und so. Wunderschön. Ja. Kleines Dinger. Okay, gut. Das hätten wir. Wir hätten uns upgradet. Genau, wir könnten noch gucken, dass wir eventuell das Messerchen upgraden mit einem Diamanten. Den haben wir ja auch noch 2, glaube ich, in Reserve. Hier hinten. Also Diamantos, jawohl. Das kann gerne hier bleiben. Du bist Gold, jawohl. Blei müsste hier drin sein. Blei, Titan, Quarz. Die Gilddeckel kommen hier hin. Okay. Dann hätten wir eben unsere Klinge. Gerd und die Klinge. Yay. So, sonst war nichts mehr, ne? Schuhkanone können wir upgraden. Das, da brauchen wir Plaststahl. 2 Stück. Kristallines Aluminiumoxid. Davon brauchen wir eine ganze Menge. Und ein Computerchip. Gut. Das Aluoxid ist das Problem. Ah, das ist echt ärgerlich. Da müsste ich... Obwohl, ich will da eigentlich nicht mit dem Ding jetzt hin. Eigentlich will ich da nicht mit dem Ding jetzt hin. Dann fühle ich mich in Nöd. Hatte ich geguckt, wo es das gibt? Bin mir gerade nicht so sicher. Aber wir machen erstmal Schluss für diese Folge. Die war ja schon sehr inhaltsreich, meine Freunde, ja. Wir sind in der nächsten Folge wieder, wenn wir auf Aluoxid-Jagd gehen. Und bis dahin, tschüssi!